Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir heute wieder über Diablo 4 sprechen. Ich möchte an das letzte Video anknüpfen, Kritik zur Beta. Da gab es auch gleich mal Gegenwind, dass das Video hier keinen Mehrwert hätte oder ich nur Klicks will. Nur zur Information, ich habe eigentlich, denke ich mal, relativ klar eingeleitet, dass das die Stimmen von Beta-Testern waren, von denen ich einfach nur berichtet habe, um Leute zu informieren, was sagen die vor allem im internationalen Raum zum Spiel momentan. Also quasi die Funktion eines Reporters und nicht, dass ich eine Stellung einnehme oder eine Meinung einnehme, weil ich von der Beta bis zu diesem Zeitpunkt nichts sagen konnte. Aber ja, manchmal wird es halt falsch verstanden. Der Disclaimer ist auf jeden Fall, es ist nur Beta-Feedback, ja, und das ist alles noch in Entwicklung. Es ist weiterhin, alles was zur Beta kommt, ist eine Beta-Phase und das ist eine Meinung zu einer Beta-Phase, was von den Leuten gesagt wird. Und selbst die Meinung von jedem einzelnen Spielern ist subjektiv, also nichts hier mit objektiver Berichterstattung quasi. Das gibt's in dieser Art und Weise jetzt hier definitiv nicht. Ich wusste nicht, dass ich das so ausklammern muss, aber anscheinend muss ich es. Also Leute, herzlich willkommen jetzt zum Video. Wir machen weiter. Übrigens, mein erstes Video zu Diablo 4 auf dem Kanal habe ich am 18. Dezember 2020 gemacht. Das nun mal so nebenbei, wegen Effekthascherei und so weiter. Ich habe jetzt schon lange, viele Monate, bevor jetzt irgendjemand groß gehypt war oder eine Beta kam, Videos zu Diablo 4 gemacht und bin nicht erst hier mit auf den Zug aufgesprungen, wo es jetzt langsam interessant wird. Ich bin jetzt schon eine Weile hier mit am Start und ich denke, das hoffe ich zumindest, zeigt einigen von euch, dass es mir wirklich um das Game geht, auf das ich Bock habe und nicht nur um Klicks und Hype. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, wenn das passiert, aber es war jetzt nicht das Hauptkriterium, warum ich Videos dazu mache. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Das war nämlich schon Punkt Nummer 1, den ich jetzt noch loswerden wollte zu diesem Video. Es wurde ja genannt im letzten Video, dass 80% vom Build bei Diablo 4 durch Items beeinflusst wird und 20% durch den Skillbaum. Und das wurde eigentlich als gut empfunden. Also es gab einen Einwurf, jemand hat in der Kommentarspalte dann unter dem Video gesagt, das ist doch eigentlich gut, das ist doch eigentlich so, wie es sein sollte. Und da muss ich auch sagen, ist ein guter Einwurf hier gewesen an der Stelle. Ich finde eigentlich auch, dass das eine richtige Aussage und ein richtiges Feedback dazu ist, wenn viel durch Items beeinflusst werden kann und viel sich vom Build verändern kann durch andere Items, durch seltene Items, die man findet, dann hat man ja auch Bock, diese Items zu finden und hat dann auch Spaß dran, die Loot-Spirale zu genießen und immer wieder neue Gegenstände und neue Effekte zu entdecken und dadurch wieder Inspiration für sein Build zu bekommen. Und deswegen fand ich diesen Einwurf sehr gut. Und wir gehen jetzt auch weiter in den nächsten Punkten und gehen auf das ein, was ihr gesagt habt, teilweise auch, was es Feedback gab. Und ich werde jetzt hier nicht die Namen highlighten quasi im Video, weil ich nicht will, dass die Leute so mit dem Namen vielleicht, wie soll ich sagen, öffentlich quasi direkt genannt werden. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann gerne das Video besuchen und selber in den Kommentaren gucken, auf wen sich das bezieht. Ich mache das sozusagen oder mach's jetzt einfach mal so im imaginären Schutz, dass nicht irgendwie sie sich genauso genannt haben wie ihr Account oder so. Ich weiß es nicht, ob sie es gemacht haben. Aber ich möchte halt auf dieses Feedback ein bisschen eingehen. Nummer 3 ist, also worauf wir heute zu sprechen kommen im Video, Grafik, Sound und Atmosphäre sind der Hammer. Also das ist absolut häufiger Konsens gewesen im Feedback, was auch unters Video kam von den Leuten, die schon Beta spielen konnten. Und die allermeisten sind sich da einfach einig, dass das wirklich gut ist, eine wirklich gute Grundlage. Und mir persönlich ist das auch eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Grafik, Sound, Atmosphäre, das sind drei Sachen, die absolut stimmen müssen bei einem Game, damit es auch langfristig Spaß machen kann. Wenn das schon nicht stimmt, dann kann man den ganzen anderen Rest eigentlich auch vergessen, oder? Nummer 4 ist, dass der Skillbaum wenig komplex ist. Das wird auch als Vorteil und positiv gewertet von manchen unter den Kommentaren vom Video. Also quasi in dem Sinn, man will gar kein weiteres Path of Exile, dass sich quasi Diablo mehr an Path of Exile orientiert, weil ja Path of Exile so ein Erfolg
geworden ist, weil Path of Exile komplexer, anspruchsvoller ist, was diese ganzen Skillbäume und so weiter angeht. Und da muss ich auch sagen, stimmt. Also ist ein guter Punkt, das einfach zu sagen, Diablo ist, was Diablo ist und ausmacht. Und fände ich jetzt eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, auch nicht so mega krass geil, wenn jetzt sich zeigen würde, oh, Diablo 4 versucht jetzt ganz viel Path of Exile nachzumachen. Das wäre ja eigentlich, naja, das kommt schon mal ganz komisch rüber, wenn sich ein Diablo quasi an Path of Exile, finde ich, mehr orientiert. Diablo ist ja was Eigenes für sich und war vor Path of Exile da und hat eigentlich Path of Exile inspiriert. Und vielleicht ist es deshalb auch einfach besser, dass Diablo 4 auch bei sich bleibt und es so macht, wofür es geliebt wird, anstatt zu versuchen, irgendwie mehr Path of Exile Spiele anzusprechen. Und ja, deswegen fand ich das einen guten Einwand. Bin natürlich immer gespannt, was ihr dazu haltet, darüber denkt, die Punkte, die ich hier anspreche im Video. Wir gehen auch schon zur nächsten Aussage oder beziehungsweise Feststellung an der Stelle. Langsameres und taktischeres Gameplay. Und das hat jemand berichtet, der, ich denke mal, es klang sehr stark danach, dass er auch schon gespielt hat. Und da kam mir das sehr, sehr gut rüber, fand ich sehr gut beschrieben. Das hat mich persönlich auch mega begeistert, muss ich sagen. Also zumindest in dem schwierigeren Schwierigkeitsgrad, dass mehr Anspruch da ist, dass die Kämpfe etwas taktischer sind, dass man überlegen muss bei den Feinden, wie geht man ran an die Sache oder zumindest bei manchen Feinden. Und nicht einfach nur einmal durchmäht irgendwie mit irgendeinem Skill und sagt, fertig ist es, sondern einfach ein bisschen komplexer, ein bisschen taktischer, dass man guckt, welche Skills setze ich wann ein, wie positioniere ich mich, laufe ich vielleicht auch mal kurz ein paar Schritte weg und kite die Feinde ein bisschen, um Verschnaufpause zu haben. Zusätzlich kommt ja dazu, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Lebenstränken immer mit sich führt und nicht quasi das ganze Inventar vollgepackt hat mit dem Zeug, was eine sehr feine taktische Note einfach in den ganzen Kampf und in das ganze Gameplay mit reinbringt von Diablo 4. Und das kam sehr gut rüber, finde ich, in dem Feedback. Und mich freut das einfach, weil es während dem Spielen, wie soll ich sagen, einen aufmerksam bleiben lässt und nicht irgendwie einschlafen lässt oder dass so eine Monotonie entsteht, dass man immer und immer wieder erst Skill 1, Skill 2 und Skill 3 drückt, sondern vielleicht einfach auch mal eine Situation kommt, wo man sich anders verhalten muss und gerade auch die Ausweichtaste eine viel größere Bedeutung hat fürs Zocken. Und dass man mit den Ressourcen, die man hat, einfach gut umgehen muss im Kampf und überlegen muss ein bisschen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, finde ich sehr positiv. Das wird, denke ich, aber auch mal ein Punkt sein, wo sich in der Community auch sehr viele mit anderer Meinung befinden, die sagen, hey, das ist irgendwie ein bisschen strange, fühlt sich komisch an im Vergleich zu einem Diablo 3 oder 2. Da war es nicht ganz so. Kann ich auch verstehen, dass es Leute gibt, die sich das gerne ein bisschen anders wünschen. Aber ich persönlich muss sagen, finde das sehr, sehr geil, wie es sich anhört, wie sich das Game so spielt. Als nächstes, und das ist der 6. Punkt von insgesamt 7, damit ihr wisst, wo wir etwa sind. Vielfalt scheint wohl doch ordentlich vorhanden zu sein, hat ein Spieler quasi auch kommentiert, dass er mit seinem Druiden durchaus öfter umskillen musste oder konnte, weil er etwas gefunden hat, was nützlich war, was sein Bild beeinflusst oder sein Vorhaben für sein Bild einfach beeinflusst hat. Und gerade auch beim Druiden Fernkampf- oder Nahkampf-Builds zu machen, dass diese Option da ist und dass es, wie gesagt, halt eben Gegenstände auch gibt, die einen dann nochmal zum Nachdenken bringen, wo man dann denkt, ja gut, da macht diese Umskillung letztendlich doch mehr Sinn oder eben nicht. Und das scheint wohl doch vorhanden zu sein, nicht so wie es im internationalen Feedback, was ich zitiert hatte, rübergekommen ist. Der letzte Punkt, den wir heute besprechen, ist, Diablo 4 Endgame ist mehr abwechslungsreich als Diablo 2 und Diablo 3. Fand ich ein sehr, sehr gutes Kommentar zu der ganzen Sache.
Denn im internationalen Raum oder auf Reddit, was ich da zitiert hatte, was ja nicht mehr existiert, soweit ich es gesehen habe, der Thread wurde gelöscht, der war schon nicht mehr da, als ich das Video rausgebracht habe. Deswegen gut, dass ich mir das gescreenshottet habe und so weiter. Ich fand es ein sehr guter Punkt. Da wurde auf Reddit halt berichtet, ja, das Endgame ist sehr monoton, langweilig, eintönig, wird nix. Da wurde dann aber kommentiert unter dem Video letztes Mal, ja, was ist mit dem Endgame von Diablo 2 und Diablo 3? Ja, was habt ihr denn da großartig an Aktivitäten, ja, an Aktivitätsvielfalt, was ihr machen könnt im Endgame von Diablo 2 und 3? Muss ich sagen, extrem guter Punkt, ja. Also wir haben jetzt bei Diablo 4 schon einerseits die Albtraum-Dungeons, dann die lokalen Ereignisse, die wir überall in der Welt finden können. Wir haben Weltenbosse, die es geben wird, verschiedene. Dann den Baum des Geflüsters heißt er, glaube ich, mit diesen Aufträgen sozusagen. Und was ja auch noch erwähnt worden ist, ist die Höllenflut, in die man auch geraten kann, wenn man draußen irgendwo unterwegs ist. Und ich finde, das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an, dass es diese Möglichkeiten gibt im Endgame von Diablo 4. Das ist definitiv mehr als in Diablo 2 und Diablo 3 aktuell haben. Und daher wirklich ein guter Einwurf, was das Endgame angeht, finde ich ein guter Punkt. Alles in allem, um jetzt noch einen Knopf dran zu machen an die Sache. Jeder hat verschiedene Erwartungen, Ansprüche und so weiter, Hoffnungen auch für Diablo 4, wie es wird, wie es sein sollte, damit es Spaß macht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Meinungen sehr stark auseinandergehen bei einigen Punkten und es auch viele Leute geben wird oder ein paar zumindest, die von Diablo 4 enttäuscht sein werden, weil es einfach nicht dem entspricht, was sie sich gerne wünschen oder gewünscht hätten für das Game in dem nächsten Teil. Aber bisher muss ich sagen, was mich sehr positiv stimmt, bei all dem Feedback, was ich bisher gelesen habe, auch darüber hinausgehend, was ich jetzt auf Reddit gelesen habe, ist, dass sich eigentlich fast alle einig sind, dass das Grundgerüst von diesem Game ein sehr gutes ist. Also, wie wir schon besprochen haben, dass die Atmosphäre passt, sehr stimmig ist, dass der Sound passt, dass die Grafik passt und das Ganze sich einfach schon sehr solide anfühlt. Was jetzt nach der Beta mit diesem Game passiert und wie es noch weiter ergänzt wird und so weiter oder auch gepatcht und gefixt wird teilweise, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die Grundlage scheint sehr gut zu sein und das habe ich wirklich sehr, sehr oft gelesen und das stimmt mich persönlich auch sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft von Diablo 4. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch, Leute. Ich danke euch, dass ihr bis hierher zugeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr weiterhin Content von mir zu Diablo 4 sehen möchtet. Ich werde demnächst schon wieder neue Videos bringen zu Diablo 4. Hab noch einiges in Planung, was kommen wird in der Zukunft. Also, wenn ihr gerne dabei bleibt beim Thema und hier beim Kanal, drückt gerne auf den Abo-Button. Freue mich sehr. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute, macht's gut und auf Wiedersehen.